Dankeschön an Lokomotive Stuttgart und Capella Rapella. Im Publikum sind wiederum unsere fleißigen Spendenhelferinnen und Helfer unterwegs. Wir sind immer auf eure Spenden angewiesen, um all diese Aktionen, Flyer, Broschüren, Informationsmaterial, das an der Mahnwache, an den Infostellen ausliegt, zu finanzieren. Wir danken herzlich für eure Spendenbereitschaft. Kurz eingehen möchte ich noch auf unser heutiges Motto: Ihr macht alles kaputt, uns nicht. Die Masters of Disasters, gemeint sind unsere Politiker, jedenfalls die meisten davon, haben immer noch nicht realisiert, dass die überwiegende Anzahl der Bürger klüger und zukunftsorientierter denken als sie. Nach wie vor sagen sie, es geht nicht anders, da es alternativlose Zwänge seien. So nennen sie ihren Push und wir Steuerzahler müssen es immer ausbaden. Von unseren oberbayerischen Mitbürgern haben sie in der Zwischenzeit einen gewaltigen Schuss vor den Bug bekommen, indem die Bürger die Bewerbung zur Winterolympiade rigoros abgelehnt haben. Super, diese Bayern. Auch unsere Südwürttemberger Bürger, die Schweizer, haben in drei Volksbegehren ihren Parlamenten gezeigt, wo der Bartel den Most holt, und haben auch, finde ich, richtig abgestimmt. Da kann man nur sagen, hopp, Schweiz! Unsere Bayern haben unbewusst ein Zitat von Niccolo Machiavelli angewandt, welcher schon vor 500 Jahren über die Kunst des Herrschens geschrieben hat. Zitat: Die Bürger müssen die Kräfte des Bösen diagnostizieren und, wenn sie sich in der Lage fühlen, sie zu heilen, ohne Zögern gegen sie vorgehen. Zitat Ende. Und das machen wir. Den jetzt folgenden Redebeitrag hält Sabine Reichert vom Bündnis Schiene, Zukunft Schiene aus Untertürkheim, zum Thema RAM-Arbeiten in Untertürkheim und Tunnelanstieg. Willkommen, Sabine Reichert.